Hallo zusammen, MJ Update, new in my collection. Ich bin euer Harry und ich zeige euch den neuesten Merch in meiner Sammlung. Und heute habe ich was Außergewöhnliches, und zwar ein Buch. Und zwar heißt es Studio 54 Night Magic, herausgegeben vom Brooklyn Museum. Ich habe das in einem Buchladen gefunden für Kunstbücher und da gucke ich natürlich immer direkt rein, wenn ich solche Bücher sehe, weil ich natürlich die Vermutung habe, dass da vielleicht auch etwas über Michael Jackson drin stehen könnte oder vielleicht auch sogar Fotos drin sind, die man noch gar nicht so kennt. Und hier oben seht ihr schon, hier habe ich so ein paar Zettel drin und das spricht sehr dafür, dass da was über Michael Jackson drin steht. Und da gucken wir jetzt mal rein. Viel Spaß! Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, hier oben sind Zettel drin und da schauen wir jetzt mal rein, was da genau für Fotos drin sind, die für uns auf jeden Fall interessant sind. Und davon abgesehen, das Studio 54, wer es nicht kennt, das war ein legendärer Nachtclub in New York. Auf der Hochzeit der Disco-Welle ging da so richtig die Post ab, wenn man das so sagen kann. In den Club waren zum Beispiel Bianca Jagger, die Ehefrau von Mick Jagger, war dort Stammgästin, würde ich fast sagen. Aber auch Liza Minnelli war regelmäßig dort zu Besuch. Der Künstler Andy Warhol war Dauergast im Studio 54. Aber auch ja, Stevie Wonder besuchte den Club, Steven Taylor von Aerosmith. Die Liste, Grace Jones, Donna Summer, die traten teilweise auch in den Club auf und haben ihre neuesten Alben oder Musik promotet. Also das war die Indisco schlechthin, Ende der 70er bis Anfang der 80er. Dann hatte der Inhaber so ein paar Steuerprobleme und dann musste der Club irgendwann geschlossen werden. Aber in der Hochzeit, Ende der 70er, war das Studio 54 der Club schlechthin, wenn es darum geht, auszugehen in New York. Und Michael Jackson war ja selbst zu den Dreharbeiten von The Wiz auch in New York, zusammen mit LaToya. Und er besuchte das eine oder andere Mal auch diesen Club. Und letztendlich soll dieser Club auch die Inspiration für die Lieder auf dem Off the Wall Album gewesen sein. Also gerade Don't Stop Till You Get Enough ist ja, oder Burn This Disco Out, das sind genau die Songs, die Michael Jackson wahrscheinlich motiviert hat, aus diesem Club heraus zu veröffentlichen. Und 79 war ja schon die Disco-Ära eher am Ende. Und da hat Michael Jackson quasi das Disco-Album schlechthin rausgebracht. Off the Wall mit, ja, also ich würde auch nicht nur sagen, das ist ein Disco-Album. Michael Jackson hat ja den Grammy, den einzigen Grammy gewonnen für das beste Disco-Album. Den gab es nur 79, danach nicht mehr und davor auch nicht mehr. Also für ein Jahr hat er das beste Disco-Album rausgebracht. Und ja, und Michael war in diesem Club Gast. Wenn man sich die Fotos hier anschaut, wird auch klar, dass die Musik auf jeden Fall hinkommt. Und ja, und die Fotos, wo er drauf zu sehen sind, das sind zwei, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, und da schauen wir jetzt mal rein. Also, hier haben wir auf Seite 44 ein Foto vom 14. November 1977. Die Turning Point Premiere Party war das. Und hier ist ein Foto zu sehen mit Michael Jackson aus dem Jahre, ja, November 77. Zusammen mit Steve Rubell. Steve Rubell war der Begründer des Studio 54s. Und hier ist er zusammen mit ihm auf einem Foto zu sehen. Und gegenüber sehen wir auch ein Foto mit Steve Rubell und Tina Turner. Nee, Francesco Scavullo heißt der und Tina Turner. Wer aber Francesco Scavullo ist, das weiß ich nicht. Und hier sehen wir noch Margaret Trudeau auf einer Tennis-Benefits-Party im Studio 54. Wer das ist, weiß ich allerdings auch nicht. Also man sieht schon, das ist sehr bunt und sehr wild, die Mischung im Studio 54. Ja, das Buch, hier sehen wir Liza Minnelli. Hier auf Seite 54 sehen wir Brooke Shields. Vermutlich hat Michael hier Brooke Shields auch schon kennengelernt. Das hier war Silvesternacht 77.
Also, es hat auf jeden Fall der Bär gesteppt. Hier sind auch Fotos drin. Weiß ich gar nicht, ob man die hier zeigen darf. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal zur nächsten Seite. Und zwar auf Seite 104 sehen wir noch ein sehr schönes Bild von Michael Jackson. Und zwar entstand das 31. Oktober 1978. Hier haben wir ein Halloween-Foto. Das heißt, so hat Michael Jackson 1978 Halloween gefeiert. Und zwar im Studio 54. Und zwar nicht alleine, er ist auf diesem Foto abgebildet. Gegenüber ist Portessa. Portessa Lafayette heißt sie. Das ist eine Drag Queen aus jener Zeit. Die war aber hier auch schon so um die 50. Und ja, hier ist Michael auf der Dancefloor mit der Drag Queen Portessa zu sehen. Und ja, hat sich hier wahrscheinlich inspirieren lassen zum Song Don't Stop Till You Get Enough, was ja absolut auch hinkommt. Ja, diese beiden Fotos, ich könnte hier dieses Bildband noch weiter durchgehen, weil auf jeder Seite tauchen hier Promis und Stars auf, die dort damals verkehrt haben. Ja, das macht dieses Buch auch irgendwie zu einem Michael Jackson Merchandise. Das kommt auch in meine Michael Jackson Büchersammlung mit rein, weil eben hier auch zwei für mich bisher unbekannte Fotos drin waren, die ich so noch nicht kannte. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, als ich diese beiden Fotos hier drin entdeckt hatte. Und dieses Bildband, das war, ich kann euch nicht mehr genau sagen, ich glaube 14,99 hat das gekostet. Und es gibt ja so Kunstbuchläden in größeren Städten, da lag das, da war das zu haben und da habe ich das dann auch zu einem günstigen Preis eigentlich bekommen. Und wie gesagt, in der Beschreibung schreibe ich euch alles rein, IBAN-Nummer oder ich habe das hier auch irgendwo in dem Video drin. Und ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Studio 54, Night Magic, ein Bildband mit zwei Michael Jackson Fotos aus dem Jahre 77, 78. An der Stelle, ja, ich verabschiede mich wieder. Bis zur nächsten Folge. Das war wieder MJ Update, New in My Collection. Und bald gibt es wieder eine reguläre Folge auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.